Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu Transportfieber 2, zweite Staffel, zweite Folge. Wir haben ja hier das gestern alles gebaut gehabt. So, jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass die Leute irgendwie zu dem Bahnhof hinkommen. Sonst wäre es ja nur Blödsinn, wenn wir jetzt hier gucken, das sind hier die paar Häuser, die im Bahnhofsbereich liegen und die Leute kommen da nicht hin. So, das muss ich glaube ich noch umändern in beides, Straßenbahn und Bus. So, habe ich jetzt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die Straßenbahn herfahren lassen. Ich würde sowieso mehrere Linien machen vielleicht. So, jetzt nehmen wir mal hier den Zauberkasten hier. Am besten so über die Seitenstraßen. Dass nicht so viel die Hauptstraße belastet wird. So. Vielleicht noch hier hinten her. Ah, hier. Dann hier nehmen wir die Seitenstraße hier wieder. Hier rum. So. Haben wir jetzt da überall Schienen liegen? Ja, haben wir. So, dann müssten wir jetzt mal anfangen gucken, was wir an Haltestellen haben. Gebäude. Haltestellen. Ja, da haben wir eigentlich jede Menge. So, fangen wir mal hier rum an. So, wir setzen dann immer am besten sofort zwei hin. So, und dann mittig von der Straße, damit sie nicht die Kreuzung blockieren. Hier wohnen zwar noch nicht viele, aber es kann sich ja dann ändern. Hier und da. Da machen wir hier eine hin. Da und da. So, dann müssen wir hier auf der Hauptstraße aber trotzdem mal welche hinsetzen. Hier auch. Dann vielleicht hier und hier. Und vielleicht hier und hier nochmal. So. Müssen wir mal gucken, dass wir die Linie hinkriegen. Neue Linie von da nach da. Hierhin, hierhin. Na, hierhin. So, müsste doch passen, ne? Ja, sieht so aus. So, da ist Hauptbahnhof Nebengleis. Da können wir ja gucken. Da haben wir ja dann genug Auswahl. So, da haben wir schon mal angelegt. Gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwo... Ihr wart ja auch in der roten Dings drin, ne? Ja, die sind mit drin. So, dass wir jetzt irgendwie hier ein Straßenbahndepot hinkriegen. Depots. Da habe ich im Moment nur noch erst die zwei. Ah, das wäre aber Blödsinn da, weil da ist ja keine Schiene. Da sollen die Leute ja noch hinbauen. Suchen wir uns mal eine Ecke, wo in Ruhe. Eine Straßenbahn herfahren kann.
guck mal hier hinten vielleicht. Da müsste das doch passen. So. In eigener Sache. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf die Glocke. Sonst verpasst ihr nachher noch den Blödsinn, den ich hier fabriziere. Ja, so könnte das schon passen hier. So machen wir es einfach hin. Im Notfall gehen wir hier noch mal ein bisschen mit dem Dings drüber hier, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. So, hier auch. So, und dann wollen wir mal gucken, was wir für Straßenbahnen haben. Für diese Strecke müssten wir eigentlich schon mal ein paar, aber wir können ja auch erstmal hier den Namen machen. So. Und zwar ist das dann Arneburg. Arneburg, ja. 1.2. Nehmen wir einfach. So, nehmen wir einfach so. Die nächste ist dann 1.1. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir an Straßenbahnen Schönes haben. So, oh, wir haben eine ganze Ecke an Straßenbahnen. Wir sind 1962. Müssten wir eigentlich diese hier nehmen? So, was ist das? So. Dann könnt ihr auch noch so zwei fahren. Jetzt weiß ich ja nicht. Wir müssten wir die nehmen. Nee, die nicht. Die erstmal nicht. So, das wären jetzt zwei, vier. Da lassen wir erstmal bei den sechsen. So. Auf die Linie. Geht, jawohl. So, schauen wir mal, wie die ersten Straßenbahnen rauskommen. Schöne ältere Modelle. Bleiben dann heute wahrscheinlich hier bei den Linien hängen. So machen wir noch eine neue Linie. Aber nehmen wir eine andere Farbe. Dunkelrot. Naja, egal. So, dann nehmen wir hier. 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 Hierher. So, dann hierher, hierhin, auch hierhin zum Bahnhof. Dann hier rum, so. Und die hat man auch noch nicht, ne? Ne, aber die hatten wir hier, ne? Hauptstraße hatten wir. Hauptstraße haben wir, jawohl. Dann ist das Arneburg Dramm. Eins,
Punkt 1. So. Genau. So, dann müssten wir für die Linie auch noch ein paar Drums aussuchen. Ja, was nehmen wir denn? Nehme ich auch so. Das sind ja Wiener. Eine davon, eine davon. Nochmal eine davon, nochmal eine davon. Und zwei davon. So. Setzen wir auf die Linie 1. Funktioniert auch prima. So, da kommen die Straßenbahnen. Hier hätten wir das ja jetzt. Hier kämen sie ja dann zum Bahnhof hin, die Leute. Also nur mal gucken, wie jetzt hier die Linien gehen. Ah, die fährt hier runter, fährt hier rum und hier wieder hoch weiter. Ja, das ist ja fast perfekt. So, bis dahin haben wir jetzt. Wir müssen dann nachher noch eine Linie hierher kriegen. Guck mal, bis hier unten hin. So, aber wir müssen jetzt auch erstmal gucken, dass wir vielleicht hier noch eine Linie hinkriegen. So, Bushaltestelle. Hier so etwas kleiner. Hier so hin. Da so hin. Dann müssen wir mal gucken. Hierher und da. Hier noch vielleicht eine. So. Da machen wir aber nur eine Linie. So, neue Linie. Fahren wir da doppelt. Nee, von hier. Ah, ich habe nur eine Haltestelle reingesetzt auf die falsche Seite. Nee, das ist ja, brauchen wir da gar nicht. So, die nächste wäre dann, die nächste Haltestelle wäre dann erst hier. So, ja, so passt das. Genau, dann wäre das hier Medebach Buslinie. Machen wir eine 1 raus. 1.0. Weil wir schon zweistellig sind, dann machen wir es einfach so. Gut, jetzt müssen wir natürlich hier auch noch irgendwie ein Depot hinkriegen. So, aber diesmal ein Straßendepot. Ein bisschen drehen. So. Und dann mal schauen, was wir am Busse haben. So, Busse. Oh, da haben wir noch etwas Altersschwäche Busse hier. 4 Stück, oder? Ja. Auf die Linie. So, schauen wir mal. Wie
gesagt, es ist 1963, da waren die Busse halt in. So, setzen wir uns mal in ein. So, jetzt fahren wir daher zum Bahnhof. Schauen wir mal, dass die Leute da hinkommen. Der fährt jetzt erstmal zu einer anderen Haltestelle und fängt dann da und dreht da und fährt dann die Strecke ab. Das ist ja hier die Strecke nicht. Die geht ja jetzt hier nicht her. So, jetzt ist er nämlich dann auf der Strecke und hält hier an der Haltestelle. So. Jetzt biegt er dann gleich rechts ab und dann wieder rechts, dass wir Richtung Bahnhof kommen. So, nur Leute an Bord. Aber es muss sich auch erstmal einpegeln. So, da fährt die Halte. Da ist das Depot. So, jetzt fährt er rechts rum. Damit wir dann zum Bahnhof kommen. So. Gucke da und siehe da, er macht das auch so. So, das hätten wir dann. Dann müssen wir mal gucken, dass wir dann mal. Ah, da gehen schon die ersten zum Bahnhof hin. Steigen einfach wieder aus. So, die Haltestelle ist ja jetzt nicht benutzt. Losfahren kann. Aber er kommt, nee, es geht ja nicht, er kommt ja nicht rüber. Ah ja. Okay, das müssen wir dann noch ändern. So, ich würde sagen, der fährt da rüber, das ist schon okay. Aber er kommt ja nicht wieder zurück. Er kommt ja nicht auf die rechte Seite rüber. Wir können noch mal versuchen, ob wir die X-Weiche jetzt hier hinkriegen. Aber ich befürchte, dass es nicht funktioniert. So, halten wir mal den. Das, ja, da muss noch ein Stück fahren. Fehlermeldung kommt, halten wir das jetzt mal an hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie hier eine X-Weiche hinkriegen. So. Aber ich befürchte, dass es wieder nicht passt. Auch nicht in die Richtung, ne? Da ist die Krümmung zu groß. Ne, das passt leider alles nicht. Müssen wir noch mal Hand anlegen. Schienen wegreißen. Vielleicht mit unserem Bautool. Ein bisschen weiter hier. So eine Schneise reinmachen. Damit die Schienen etwas weiter geradeaus gehen können, so. So, dann hier dieses Signal weg. Und dann die Schienen hier anbinden.
So, dann kommen wir nämlich auch schon eher aus dem Tunnel raus. Ah, doch nicht. Jetzt ist die Steigung zu groß. Müssen wir doch noch ein Stückchen weiter zurück. So, Schienen. So wäre das ja auch okay, wenn es da keinen Tunnel mehr brauchte. Das ist alles mit der Steigung dann zu groß. Aber ich kann ja jetzt nicht, aber bleibt mir wohl nichts anderes über. Immer ein bisschen weiter wegzureißen hier. Da steht der Schienenbus. Wo müssen wir hin? Da. Kommt dann doch ein Tunnel bis da. Ja, das würde funktionieren. So müssten wir dann bis da dran. So, und dann hier weiter. Drehen. So. Und weiterziehen. So, bis da dran. Und jetzt müsste das eigentlich auch hier klappen. Wenn wir das wegmachen. Dass wir jetzt hier das Signal noch wegmachen. Sonst geht es nämlich auch nicht. So, Schiene. So, bis dahin. Und zurück. Und es klappt wieder nicht. Es klappt nicht, es klappt nicht. Nein, es klappt nicht. So. In die Richtung auch wahrscheinlich nicht. Nee. Aber ich frage mich nur, warum es nicht hier klappt. Na, ist egal, müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Irgendwie kriegen wir das schon hin, dass wir da einen Seitenwechsel reinkriegen. Wir können es ja noch einmal versuchen. So. Manchmal geht es ja auch, wenn man von der anderen Seite anfängt, besser. So. Jetzt kommen wir erst gar nicht mehr hier rüber. Toll. Hier müssen wir ungefähr anfangen. Nee, macht da nicht. Wir kriegen da keine X-Weiche hin. So, dann kommt der Steigung zu groß. Dann passt es da wieder nicht. Naja, wir müssen uns noch was einfallen lassen. Aber das können wir dann in der nächsten Folge hinkriegen. Wir müssen ja heute auch nicht alles übers Knie brechen. So, wir haben zwei Städte mit Nahverkehr und Innerlinien bestückt und dass die Leute zum Bahnhof kommen. So, ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ist mal wieder soweit, dass es vorbei ist. So, ich hoffe, dass ihr bei der dritten Folge auch dabei seid und wünsche euch einen schönen Tag und bis dahin alles Gute, euer Donny.